Tag zusammen. Glück auf euch, Hallönchen und Moin. Potternanders unterwegs auf dem Panoramasteig. Und zwar die Südroute. Mit mir dabei der Martin, der Tippelbuddy. Wir stehen jetzt hier am Bahnhof Kettwig und starten jetzt mal hier gemütlich. Kurz nach 10. Ich würde sagen, auf geht's. Kommt mit. So, die ersten 2 Kilometer sind schon mal geschafft, ne? 13. Ach, das ist auf jeden Fall, ja, jetzt hier noch ein bisschen viel Verkehr, aber das wird sich gleich noch legen. Also der Kettwiger Stausee, die Schleuse ist gerade aktiv. Und wir gehen gleich in die Höhe. So, jetzt geht's endlich in den Wald. Dafür aber auch bergauf, ne? Na, aber immer gut ausgeschildert. So, das war schon mal der erste knackige Anstieg. Aber lohnenswert. Hallo Neanderlandsteig. Wir freuen uns auf dich. Ein paar Kilometer. Werden wir mit dir unterwegs sein. Ach, sind das nicht verschlungene Pfade hier? Jetzt wo lang? Runner? Ich glaube, wir sind off-track. Voll die Helden, ey. 2 Wandernavis. Trotzdem noch verpeilt, ne? So ist das. Voll dahin gewesen von dem Neanderlandsteig, ne? Der geht aber da hoch. Na, machen wir ein anderes mal wieder. So, da unten sieht man, da ist es doch schon. Guck mal, da ist er schon. Nicht? Doch. Doch. Nee. Doch. Doch. Guck mal, es war bestens ausgeschildert hier. Tada! Schon dran, ne? Ja, sichi. Sag mal so. Hol Schwung. Du willst sie irgendwie auf den Arsch setzen, das ist alles. Nix da. Macht ihr nicht den Gruß? Ganz souverän, der Tippelbuddy, ganz souverän. Große Wahnsinnsausblick. So Freunde, ich kann euch überhaupt nicht beschreiben, was ich hier gerade empfinde. Da tut so gut, hier einfach über den weichen Waldboden zu laufen. Und an jeder Ecke gibt es ein noch schöneres Panorama. Jeder Meter lohnt sich. Mal mit Anlauf. Kannst du noch mal den? Ja.
Bin ich sprachlos. Ich auch, aber pass auf. Jetzt kommt's. Jetzt. Gleich kommt's. Gleich kommt. Dafür. Dafür. Man einen Berg hoch. Ja, dafür würde ich auf jeden Fall noch mal runterlaufen. Ja, aber. Oh, meine Fresse. Oh. Atemberaubend. Atemberaubend. Wahnsinn. Ja, guckt euch den hier an. Vornehm geht die Welt zugrunde, ne? Das sind doch keine Klüngels. Da kann ich mit meinem Kamillentee nicht anstinken. Hör mal, gleich wird noch Kaffee hier per Hand gemahlen und geröstet. Oder erst geröstet, dann gemahlen. Also elegant. Genau so geht das. So, während der Martin da richtig dekadent sich einen Kaffee aufbrüht, hier mit bei mir heute leckeren Kamillentee, ne? Ist auch noch heiß. Das ist noch keine Petromax Lagerfeuer Kaffeekanne, aber... Ja, aber das ist schon weit fortgeschritten da. So, ich glaube kaum, die Sonne kommt raus. Und wir sitzen hier an einem der atemberaubendsten Aussichtspunkte, die ich hier bisher entdeckt habe. Ich schwenke gleich die Kamera mal rüber. Ich muss erst mal ein bisschen genießen. Ist das nicht schön? Das ist einfach zum Genießen. Also wenn das so weitergeht, dann kommen wir noch rotzevoll in Werden an. Da haben wir doch diesen ganz wunderschönen Ausblick genossen. Und natürlich kommen Wanderer nicht nur zusammen, sondern auch ins Gespräch. Schnell ist man nicht mehr alleine, aber naja, mit Abstand, ne? Kennt das ja. Also, auf einmal zücken die Damen und Herren eine Flasche Wein, verteilen die Pappbecher und reichen uns ein Tröpfchen. Echt Wahnsinn. Das wird echt nur in Essen. Ja, echt Wahnsinn. Super, ganz, ganz, ganz toll. Und wirklich lecker. Man hat diesen Rotweingeschmack mittags um 12 schon auf der Zunge. Ja, das sieht richtig, richtig toll aus. Ja, ich kann einmal mehr nur immer wieder betonen, das macht hier richtig Spaß. Das Panorama ist unbeschreiblich. Wirklich Wetter, phänomenal, sogar noch mit Sonne. Das macht richtig, richtig Laune. Man merkt schon, also da haben sich ein paar Leute wirklich sehr gut Gedanken gemacht. Und ja, man kann den Weg voll und ganz genießen. Ob man jetzt aus Wandernavi guckt oder nicht. Verlaufen kannst du dich nicht. Und ansonsten hast du immer noch Blicke zum Genießen hier, ne? Ringsherum. Macht richtig Bock. Und da haben wir wieder eines der vielen Schilder. Vom Kettwiger Panoramasteig. Sehr schöner Weg, der Martin sagt es gerade. Also wenn du hier im Sommer durch willst, dann kannst du am Ende vom Weg aber eine Cortisonspritze abholen. Ne? Oder du bist nur noch eine Quaddel von den Brennnesseln und von den Dornen hier, Brombeersträucher.
Aber der Weg macht Spaß. Der macht unglaublich Spaß. Der ist super ausgeschildert. Mega abwechslungsreich. Die Landschaft hier ist einfach atemberaubend. Wow, wir haben noch ein paar Kilometer vor der Brust und ich freue mich auf jeden einzelnen Schritt. Ich wollte schon gucken kommen. Ja, ich habe die Leute durch den Engpass treiben lassen. Ob du abgestürzt bist. Oh. Hui, das war schön. Boah. Ah, jetzt wird es auch noch matschig hier. Uah. Dann ist jetzt zu spät. Buchse ist eh ja. Guck mal hier. Jetzt haben wir doch tatsächlich vielleicht noch knappe Stündchen. Keine 3-2 Kilometer mehr, irgendwie sowas. Und wir haben Peter Lustigs Bauwagen entdeckt. Jetzt weiß ich nicht, ob er noch Klaus Dieter da dran hängt. Voll geil. Wie lange der wohl schon hier steht. Panoramasteig kommt ja von Steigen, ne? Man muss auch immer zwischen den Zeilen lesen. Krieg die Knochen schon nicht mehr hoch hier. So, jetzt haben wir auch gefunden. Könnt ihr erkennen, was das ist? Das ist eine Karre. Oder war mal eine? Und jetzt Quizfrage. Wie ist es hier hingekommen? Darf auch nicht fehlen. Da ist er wieder. Luftschiff Theo. Schöne Grüße. Muss man nur aufpassen, dass wir hier sicher durchkommen. Eieieiei. Schnell mal vorbei. Und da sind wir auch schon bald wieder am Ziel und blicken noch mal seitlich nach Werden. Ist doch erstaunlich, wie die Geräusche hier hochdringen. Ganz, ganz wunderschön. Angekommen. Ja, da sind wir jetzt schon wieder in Werden angekommen. Ja, wir waren jetzt bummelig mal eben fast 6 Stunden unterwegs. Das macht aber nichts mit vielen Pausen, ordentlich filmen und fotografieren. Sind es dann doch 15,5 Kilometer geworden. Ja, mehr Herbst geht nicht. Ich muss mich einfach wiederholen. Das war von vorne bis hinten einfach echt traumhaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht
lauft ja auch mal den Kettwiger Panoramasteig, eventuell mal die Nordroute. Also, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, schaut mal wieder bei mir rein. Ansonsten wünsche ich euch ein ruhiges Wochenende und bis bald, euer Strömi von Potananda und der Tippelbuddy. Ciao!